Wir in den USA danken euch in Deutschland und in ganz Europa für euren Widerstand gegen die Eskalierung des Krieges in Afghanistan. Wir, die Bürgerinnen und Bürger all jener Länder, die am Krieg und an der Besatzung in Afghanistan beteiligt sind, müssen die Regierungen dazu bringen, dass sie unseren demokratischen Willen respektieren. Give peace a chance. Truppen raus aus Afghanistan. Sofort. Unterschrieben von Arthur Downing Street, Code Pink, Grandmothers Against the War, Progressive Democrats of America, United for Peace and Justice und Veterans for Peace. Herr Westerwelle, wo Ihr Koalitionsfreund Geißler Sie jetzt als Esel geoutet hat, seien Sie doch wenigstens ein Goldesel. Die Goldstücke Ihrer Legislaturperiode als Außenminister, das sollten Abzugspläne sein. Der erste, den haben Sie ja schon mitgebracht, der Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Verhandeln Sie den Termin mit Obama, dazu brauchen Sie die NATO nicht. In Afghanistan bringen also Deutsche in kaputten Schützenpanzern afghanischen Schulmädchen die ganz große westliche Freiheit näher. Gleichzeitig werden hier aber ganze Bevölkerungsschichten schon im Grundschulalter aus Kostengründen systematisch aussortiert. Sind sie dann im wehrfähigen Alter, taugen sie aber immer noch als Rekruten für die Bundeswehr. Deren offene oder verdeckte Rekrutierungsversuche in Schulen werden immer dreister. So versucht ein moralisch längst bankrottes Verteidigungssystem, reale Lebensperspektiven durch militärischen Drill und Verwahrung in Kasernen zu ersetzen. Zitat aus dem Karriereangebot der Bundeswehr: Als Soldatin oder Soldat in den Streitkräften erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben mit hohen Anforderungen. Kriegseinsätze dürfen aber nie wieder Bestandteil der Lebensläufe junger Menschen sein. Denn ein Einsatz in Afghanistan wird nicht selten mit Traumata oder bleibenden psychischen Erkrankungen, dem Verlust von Gliedmaßen und in letzter Konsequenz auch mit dem Tod bezahlt. Darum ist und bleibt Bildung und Aufklärung die beste Waffe gegen die schleichende Militarisierung und den Abbau einer friedlichen, solidarischen Zivilgesellschaft. Wir Studierende sagen dem Bundestag, der nächste Woche abstimmt, und appellieren an ihn: Kein einziger Soldat mehr. Bravo! Ja. Und was ist mit der Alpha? Was muss man tun, um ihn zu verhindern, um Frieden zu stiften? So zum Beispiel so demonstrieren, wie wir heute machen. Auswirkungen hat so ein Militäreinsatz immer. Und wenn man jetzt befürchtet, es wird ein Bürgerkrieg, das hat man vorher gewusst. Und trotzdem muss man so schnell wie möglich raus und zivile Hilfe leisten. Und Sie stehen hier, um zu demonstrieren? Auf jeden Fall. Wir nutzen alle Möglichkeiten, um aufmerksam zu machen, dass eben 70% der Bevölkerung nicht für diesen Krieg ist. Also wenn unsere Truppen da abgezogen werden, ist das ja schon mal ein Schritt Richtung Frieden. So ein Weg dahin. Also Frieden zu definieren ist schwierig, weil Frieden ist ein sehr abstraktes Ziel. Bei Frieden geht es im Grunde genommen darum, dass Menschen sich solidarisch gegenüberstehen. Deswegen ist Frieden sehr problematisch in einem System, das eigentlich Menschen gegeneinander ausspielt und Wettbewerb predigt. Frieden ist ein Ziel, das erreicht werden, das zu erreichen, ein sehr lobenswertes Ziel ist, das aber leider wahrscheinlich nicht erreicht werden kann, indem man nur friedlich auf die Straße geht. Man sollte auch die mit dem Frieden zusammenhängenden Werte bei der Umsetzung des Widerstands auf jeden Fall in den Augen behalten, aber man muss auch auffallen, und deswegen denke ich, man muss auch durchaus quasi um den Frieden quasi durchzusetzen, aktiv Widerstand leisten. Wie ich Frieden definiere?
waffenfreie Gegend, waffenfreie Welt. Also, dass die Bevölkerung selbst bestimmt. In Produktion, im normalen Leben, in allem. Das ist für mich Frieden und Freiheit. Abwesenheit von Gewalt. Wirklich schwer, weil man immer Gefahr läuft, die Definition von Freiheit mit einzubinden. Wir hatten letztens schon die Diskussion über was ist Frieden. Das ist schwer, weil es immer auf die Definition von Freiheit hinausläuft. Ich denke, Frieden, das stimmt schon, ist nicht möglich ohne den Verzicht auf Gewalt und auch nicht möglich ohne ein wirklich emanzipatorisches Leben. Aber man möchte einfach nur mal eine Viertelstunde wiederkommen. Ja, okay. Alles klar. Abschaffen von Gewalt. Nochmal? Abschaffen von Gewalt. Abschaffen von Gewalt. Ja. Von jeder Seite, von allen Seiten, egal wie. Abschaffen, ist das friedlich? Wir müssen die Taliban bekämpfen. Abschaffen, also wie man das macht, ja. Man geht einfach dagegen. Ne? Also wenn ich Frieden will, dann verwende ich auf keinen Fall Gewalt. Und so irgendwann. Nicht so der Art von Mahatma Gandhi. Aber also, wenn die Mehrheit mitmacht, dann geht das, denke ich. Frieden entspringt eigentlich dem menschlichen. Frieden ist ein Respekt, ist für mich Respekt und Akzeptanz aller Menschen, die hier auf dieser Erde leben. Ja? Ja? Und natürlich ohne Waffengewalt. Ja? Frieden ist, miteinander auszukommen, einander zu verstehen, nicht zu unterdrücken, ja? Zu respektieren, eine andere Religion. Also Frieden ist für mich die Möglichkeit, für alle Menschen nach ihren Möglichkeiten, nach ihren inneren Möglichkeiten und Fähigkeiten zu leben, miteinander zu leben. Und natürlich lebt auch jeder so, dass er den anderen respektiert und akzeptiert. Aber jeder hat wirklich die Möglichkeit, unabhängig von Geschlecht, von Religion, entsprechend seiner Fähigkeiten und seiner Neigung, sein Leben zu leben.